Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erstmal an alle Leute da draußen einen frohen ersten Advent. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und wie ihr seht, die erste Kerze brennt auch schon. Und ja, ich habe vor, jeden Advent jetzt ein Gewinnspiel zu starten. Und heute beginnt das erste. Ich habe vor, quasi Samstag die Auslosung zu machen und Sonntag dann wieder das neue Gewinnspiel. Ich hoffe, ich komme auch zu jedem Auslosungsvideo. Ansonsten werden die Gewinner sowieso so benachrichtigt per E-Mail. Und seid mir nicht böse, wenn es halt kein Auslosungsvideo geben wird. Aber ich versuche natürlich mein Bestes, um da trotzdem ein Auslosungsvideo von zu machen. Finde ich immer besser, wenn ihr seht, wie ich die Auslosung gemacht habe. Ja, kommen wir aber mal zum Spiel, was wir hier gewinnen können oder was ihr hier gewinnen könnt. Ja, das wäre Anubis Challenge. Das ist ein Action-Abenteuer, ziemlich arcade-lastig, würde ich sagen. Wir haben ein Schwert zur Verfügung, nachher auch noch eine Pistole. Und wir müssen Anubis befreien, der vom dunklen Gott Seth gefangen gehalten wird. Er ist mit drei Ketten befestigt und wir müssen diese drei Ketten nach und nach zerschlagen. Und da kommen dann natürlich Gegnerhorden von diesem dunklen Gott Seth, den er auf uns hetzt. Und ja, wir müssen diese halt nach und nach alle besiegen. Ja, kommen wir mal zu meinem Gameplay, was ich gemacht habe. Ich habe das komplett durchgespielt. Ist halt kein ziemlich langes Spiel, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und wenn ihr das noch nicht gespielt habt, solltet ihr auf jeden Fall mal mitmachen bei dem Gewinnspiel hier. Lohnt sich dann auf jeden Fall. Wie gesagt, erwartet keine Schwertsimulation oder so. Ist einfach, wie gesagt, relativ arcadehaltig. Aber wie gesagt, mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ja. Erstmal Dankeschön an den Entwickler Nobleman VR für die Keys. Also heute verlose ich hier zwei Keys. Später gibt es auf dem VR-Pack-Channel auch nochmal drei Keys zu gewinnen. Das wird dann aber noch bekannt gegeben. Hier heute erstmal zwei Keys und ja. Ich wünsche euch wie immer Glück bei dem Gewinnspiel. Das Ganze findet natürlich wieder auf Gleam.io statt. In der Beschreibung steht ja alles, falls ihr Fragen habt. Einfach unter die Kommentare, ich beantworte euch die dann. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen schönen ersten Advent. Und viel Glück beim Gewinnspiel und wir sehen uns. Ciao.